Sagen Sie uns Ihre Meinung zur Flüchtlingslage in Deutschland. Also ich bin der Meinung, dass es ein bisschen übertrieben ist, was in Deutschland passiert mit den Flüchtlingen. Dass da Frau Merkel irgendwo das Ruder verloren hat. Die ist überfordert mit der ganzen Situation und dass da von den anderen EU-Staaten nichts nachkommt. Also dass wir die Einzigen sind, die, ja, wir nehmen sie und das ist halt das, was ich der Meinung bin, es geht nicht. Geht nicht so. Was meinen Sie, müsste passieren? Zum Beispiel, dass sie durchgreifen müssten mit der Abschiebung. Wer jetzt sich irgendwas erlaubt, sind ja unsere Kosten am Ende wieder, die auftreten. Wenn sie ins Gefängnis kommen, U-Haft, das sind alles unsere Steuergelder. Hatten Sie schon persönlich Kontakt zu Flüchtlingen oder mit Flüchtlingen? Mit Flüchtlingen nicht, nein. Aber mit Ausländern, die in Deutschland ihrer Arbeit nachgehen, habe ich überhaupt kein Problem. Aber Leute, die nach Deutschland kommen, die am Ende ihre Familie nachholen, Kinder, wo ich sage, das kann nicht sein, dass die Eltern die gehen lassen. Also Sie haben Sorgen, dass zu viele nach Deutschland kommen und wir das hier nicht bewältigen, wenn ich Sie richtig verstehe? Ja, genau so ist es. Das nimmt überhand. Was ist Ihre Meinung zur Flüchtlingslage in Deutschland im Moment? Im Moment ist es sehr brisant wegen der Vorfälle in Köln und da haben viele Angst und ich selbst hätte auch Angst. Ich bin viel unterwegs, habe auch etwas Angst, aber man kann noch die Flüchtlinge nicht unter Pauschalverdacht stellen, weil es gibt so viele Liebe, die das überhaupt nicht machen, die sich schämen. Und ich habe es in unserer Zeitung hier in Potsdam gelesen, die haben sich ja auch entschuldigt dafür, dass andere das gemacht haben. Ne? Und mit denen stehe ich, habe auch schon gespendet. Ne? Ich würde auch gerne weiterspenden und ich wünsche ja, dass diese Lage für die sich verbessert. Es müsste natürlich auch viel schneller gehen. Ne? Dass sie eher wissen, ob sie bleiben dürfen. Ja, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Und die bleiben dürfen, sollen auch schnell dann integriert werden, so gut es möglich ist. Und die Kriminellen müsste man direkt auch raus außer Landes verweisen. Ne? Aber die sind ja so gewieft. Wenn ich so an die Schmuddelkinder denke, die siegen immer vor den anständig Erzogenen. Wir sind dann oft zu anständig. Ne? Aber wir können auch nicht pauschal, wir müssen uns schon an die Gesetze halten. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich stehe schon hinter den Flüchtlingen. Ne? Es tut einem leid. Viele frieren jetzt, Kinder sind dabei. Ich habe auch Kinder, Enkelkind und so. Ne? Das bedauere ich sehr. Ne? Man würde auch unterstützen. Habe ich ja schon gemacht. Ja. Haben Sie selber direkten Kontakt auch zu Flüchtlingen? Nein, direkten Kontakt nicht. Ich bin ja erst aus Mainz hierher gezogen und musste erst mal suchen, wo kann man denn spenden. Und dann bin ich irgendwo hingefahren, habe ich nicht gefunden. Direkten Kontakt habe ich nicht. Denken Sie, dass es so kommt, wie Frau Merkel sagt, die Bundeskanzlerin, wir schaffen das, so wie es im Moment läuft? Langsam zweifle ich dran. Ich stand ja immer hinter Frau Merkel. Aber ob wir es jetzt noch so schaffen, wir müssten etwas verändern. Sonst stehen die vor der Tür, erfrieren noch die Flüchtlinge. Man müsste was tun. Aber was direkt, kann ich jetzt auch nicht empfehlen. Ne? Da sind ja Politiker, die das entscheiden könnten. Ja, was ist Ihre Meinung zur aktuellen Flüchtlingslage in Deutschland? Tja, ist auf jeden Fall angespannt in ganz Deutschland. Ich bin der Meinung, die Sachen, die da jetzt so medientechnisch rausgeholt werden über Köln, was hier abgeht auf den Demos und so, was man immer wieder stückweise mitkriegt, wird auch ganz schön zugespitzt. So. Ich denke, wir haben es vor allem mit Menschen zu tun. Die kommen aus einer ganz anderen Region, die bringen ganz andere Sachen mit. Wir machen da viele Krisenherde auf jeden Fall auf, weil wir da mit Menschen aufeinander kommen, die vielleicht einfach anders leben. Ansonsten finde ich auf jeden Fall auch, dass die Regierung sich erstmal damit übernommen hat, mit dem, was sie da tut. Deswegen gibt es auch auf der Seite, auch in meiner Familie, Freundeskreis, viele, die da Schwierigkeiten mit haben, wenn es dann um Finanzen oder Ähnliches geht, um das Ganze zu finanzieren. Und dann wird immer mit Zahlen verglichen, hochgerechnet. Das ist alles ein bisschen schwierig, finde ich. Das kann man nicht so eins zu eins machen. Mir geht es vorrangig darum, Menschen zu helfen, soweit es geht, soweit wir das entbehren können von dem, was wir so haben und geben können. Was dann entsteht, muss man schauen. Ich denke, zu vielen Teilen ist es sehr gut. Ich
kenne sehr viele Ausländer, ich habe sehr viel mit Ausländern zu tun und ich differenziere das auch nicht mit Ausländern oder nicht. Was mir wichtig ist, dass Leute, die hierher kommen, ihre Kultur gerne mitbringen, aber vor allem auch bereit sind, sich zu öffnen für unsere Kultur. Das heißt, unsere Sprache zu lernen zum ersten Mal, damit wir uns miteinander überhaupt unterhalten können und dann auch einfach unsere Sitten kennenzulernen. Sie müssen sie nicht selber anwenden, sie können zu Hause machen, was sie wollen, aber wenn sie hier unterwegs sind, dann gerne auch Kopftuch frei. Das ist eine religiöse Sache, aber man muss das nicht übertreiben. Ich habe es in Berlin erlebt, wenn man komplett, also ich spreche von der Komplettvermummung. Kopftuch oben, bitte gerne, aber Komplettvermummung geht für mich in Deutschland gar nicht. Das ist erstmal eines der schwersten innenpolitischen Probleme, die wir haben seit, ich würde sagen, seit mehr als 25 Jahren. Es ist sehr schwierig zu klären. Ich bewundere Frau Merkel für ihre Standhaftigkeit, sehe aber auch, dass es sich entwickelnde Probleme gibt, die gelöst werden müssen. Und wie denken Sie, wie müssen sie gelöst werden? Ja, ich glaube, es ist mit Unterstützung der Bevölkerung, aber in erster Linie eine Frage der Organisation staatlicherseits. Das heißt, Grenzen zumachen oder was muss passieren? Das, denke ich, ist illusorisch. Wie soll man die Grenzen zumachen? Was soll mit denen passieren, die dann vor der Tür stehen, wenn die Limits erfüllt sind? Das geht einfach nicht. Das müssen andere Lösungen gefunden werden. Jetzt haben Sie sich grundsätzlich positiv geäußert. Ja. Hat sich was verändert in Ihrer Einstellung zur Lage nach den Vorfällen in Köln an Silvester? Tja, aber in Köln weiß man ja nicht wirklich, was dahinter steckt. Das ist das Problem. Ne? Dazu sind die Informationen, die man über die Medien kriegt, zu mager. Vielleicht, ich gehe davon aus, dass auch nicht alles gesagt werden soll, was da wirklich los ist. Schon eine sehr schwierige Sache. Sicherlich keine Zufallsentwicklung dort gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass so viele Leute zufällig zusammenkommen und solche Dinge unternehmen. Also eine sehr schwierige Sache. Was die allgemeine Situation anbetrifft, es ist ja international so, dass wir seit Jahren im Fokus der Länder stehen, die also, ich sage mal, von uns in Anführungsstriche befriedet werden. Die kommen alle her als Flüchtlinge. Da haben wir ja nicht, da haben wir auch eine gewisse Schuld dran, dass es denen so geht. Ich habe das so in meinem Leben jetzt mitbekommen. Unser Wohlstand beruht im Prinzip, wenn man die Geschichte der letzten 100 Jahre sieht, auch auf der Grundlage der Armut anderer Länder. Und jetzt durch diese Technisierung, dass die jetzt mal sehen können, wie es uns geht, ist es logisch, dass die herkommen. Wissen Sie, ich habe, wenn ich das hier sagen darf, ich habe vor, wann war die Wende, vor 26 Jahren ein Erlebnis gehabt. Ich bin im Rückflug gewesen von Moskau nach Berlin und neben mir saß ein alter 70-jähriger Mikrobiologe. Und ich habe diese elenden Zustände dort in Moskau gesehen und ich sah, was wird denn aus der Zukunft? Da sagt er, Sie kommen aus der Zukunft. Und wenn ich schon lange nicht mehr bin, sagt er, werden Sie, damals war ich noch ein junger Mann, mal erleben, dass die Menschen zu Millionen nach Deutschland kommen, nach Europa kommen. Ich habe den so fassungslos angeguckt damals, das war vom Vierteljahrhundert. Und immer, wenn ich jetzt sehe Flüchtlinge, Flüchtlingsboote, dann denke ich an den. Also dieses Problem der Völkerwanderung oder der Immigration von Immigranten hierher, das ist da. Und ich bin der Meinung, was Deutschland anbetrifft, sage ich Ihnen ganz ehrlich, wir sind alleingelassen in Europa. Die mächtigste Frau der Welt angeblich ist Angela Merkel. Ich merke gar nicht ihre Macht. Sie wird völlig alleingelassen von unseren osteuropäischen Partnern, die wir seit 25 Jahren stützen, dass die ihre Wirtschaft in Ordnung kriegen. Die Polen halten sich raus, jetzt die Österreicher halten sich raus und so weiter und so fort. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dieser Alleingang von der Merkel und alles wird von der SPD so mitgetragen, so dieses ganze Geplänkel, das geht nicht so gut. Wenn da kein Konzept kommt und eine Einigkeit in Europa ist, dann wird es sehr, sehr schlimm werden. Das ist meine Meinung. Ich persönlich sehe das positiv, dass wir in Deutschland die Leute aufnehmen. Ich sehe es ganz negativ, dass bei uns die Rechten auf Grundlage unserer demokratischen Verfassung hier machen können und sagen können, was sie wollen. Wissen Sie, Merkel in SS-Uniform und dann wird das als Meinungsfreiheit und Pressefreiheit gesagt. Das finde ich nicht in Ordnung. Also ich finde es toll, dass so viele Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen möchten. Ich denke, es ist wichtig. Ich denke, es ist wichtig für die Zukunft Deutschlands, dass Menschen aus anderen Ländern hierher kommen. Die Deutschen vermehren sich selber nicht mehr genug. Das Volk würde schrumpfen. Ich denke, es ist wichtig, Impulse von außen zu bekommen. Insofern finde ich die Politik positiv, wie sie momentan läuft, dass die Grenzen relativ offen sind und dass die Menschen hier bleiben können.
Viele machen sich Sorgen, dass zu viele kommen. Wie sehen Sie das? Das sehe ich überhaupt nicht so. Es sind sicher sehr viele. Es ist sicher eine sehr große momentane Belastung. Aber es gibt inzwischen, soweit ich gelesen habe, auch Studien, die sagen, dass langfristig, im Sinne von 10 Jahren, das wirtschaftlich enorm positive Erfolge bringen wird, wenn die Menschen hier sind und hier bleiben. Es sind ja auch viele sehr gebildete Menschen hier. Und es gibt, glaube ich, ganz, ganz positive Impulse für das Land. Es gibt andere wiederum, die nach den Vorfällen an Silvester in Köln beispielsweise sagen, wir werden große Schwierigkeiten bekommen mit der Integration dieser vielen, die jetzt zu uns kommen. Wie sehen Sie das? Ich denke, das war sicher schlimm, was dort passiert ist, ganz klar. Das darf nicht passieren, würde ich auch niemals sozusagen für gut befinden. Ich denke aber trotzdem, es war eine Minderheit dort, eine gewisse Gruppe. Es ist auch nachgewiesen, dass es wenige Flüchtlinge waren. Das waren in erster Linie Menschen, die schon vorher hier waren und aus ganz anderen Ländern kommen, Marokko, Algerien. Insofern hat das nichts mit der aktuellen Flüchtlingsbewegung zu tun, in meinen Augen.